Mit der SLGW 033 Dress Birch zeigt Grand Seiko, wie eine moderne Dresswatch in 2024 sein muss. In diesem Video habe ich das Ganze mal in 5 Punkten zusammengefasst und am Ende kommen noch ein paar Punkte, warum die Uhr vielleicht nichts für dich ist. Grund Nummer 1 ist das Material. Die Uhr besteht aus Titan und zwar nicht aus irgendeinem Titan, sondern aus Brilliant Hard Titanium. Das ist eine Titanlegierung von Grand Seiko, die sie in-house produzieren, aber nicht die gleiche Titanlegierung, wie wir sie zum Beispiel bei der Snowflake sehen. Das ist ja das High-Intensity-Titan. Das Titan, was wir in der Dress Birch sehen, ist doppelt so hart wie Edelstahl und damit sehr kratzerresistent, was für eine Dresswatch natürlich optimal ist, weil die sollte natürlich immer clean aussehen. Wer bei Titan jetzt nicht sofort an Dresswatches denkt, der ist natürlich entschuldigt, aber genau deswegen macht es die Uhr so unglaublich modern. Normalerweise finden wir Dresswatches ja eher in Edelmetallen oder in Edelstahl. Titan ist eine sehr gelungene Abwechslung. Trotzdem wirkt das Gehäuse aber nicht stumpf, denn dieses Evolution 9 Gehäuse, wie das genau aufgebaut ist und was der Unterschied zur klassischen White Birch ist, da kommen wir gleich noch zu, ist durch das Material immer noch polierbar oder finishbar. Wir haben hier das Hairline Finish, was für Grand Seiko bekannt ist und natürlich auch die berühmte Saratsu Politur. Grund 2, warum die Uhr so eine gute, moderne Dresswatch ist, ist die Größe. Der globale Trend geht zwar Richtung kleinere Uhren, aber trotzdem sind die meisten von uns Uhrenenthusiasten ja noch an ihre 40 oder sogar über 40 mm von Sportuhren gewöhnt, die in den letzten Jahren natürlich besonders im Trend waren. Mit 38,6 mm schafft Grand Seiko hier den perfekten Sweet Spot zwischen den großen sportlichen Uhren und den ganz kleinen Mid-Century Dresswatches 36 mm oder vielleicht sogar drunter. Kosten tut die Uhr übrigens 11.700 Euro Listenpreis. Das Lack-to-Lack der Uhr beträgt 45 mm, damit passt sie auf fast jedes Handgelenk und hoch ist sie gerade mal 10 mm. Die Uhr kann so flach sein, weil sie ein neues Werk hat und das ist Punkt 3, warum sie eine so gute moderne Dresswatch ist. Denn das Werk ist das 9 SA4, das basiert auf dem 9 SA5, dem Automatikwerk, was wir aus der White Birch kennen, ist aber zum Großteil neu entwickelt. Es hat trotzdem 36.000 Halbschwingungen, Highbeat, und ist damit die erste Highbeat Dresswatch seit 50 Jahren, die wir bei Grand Seiko im Lineup sehen. Wichtig für eine Handaufzugsuhr ist natürlich das Gefühl beim Handaufzug. Das verbindet einen emotional zur Uhr und macht natürlich Freude. Grand Seiko schafft das perfekte Gefühl durch eine neue Sperrklinke. Diese verhindert, dass die Aufzugsfeder sich wieder sofort entlädt. Im neuen SA4 hat diese Sperrklinke eine ganz besondere Form, und zwar die einer Bachstelze. Grand Seiko konnte sich natürlich nicht nehmen lassen, auch hier wieder im Uhrwerk eine Anspielung an die japanische Natur zu bringen. Denn die Bachstelze ist ein Vogel, der besonders in Japan in der Region ums Shitsukuishi Uhrenstudio vorkommt, wo alle mechanischen Uhren von Grand Seiko gebaut werden. Die Gangreserve dieses Werks beträgt 80 Stunden, das heißt, ihr müsst hier nicht jeden Tag aufziehen. Wie man es von Grand Seiko mechanischen Uhrwerken kennt, ist die Uhr auf minus 3 bis plus 5 Sekunden am Tag einreguliert und bei Grand Seiko sind diese Angaben immer ziemlich konservativ. Bei euch in der Sammlung wird die Uhr wahrscheinlich sogar noch deutlich genauer gehen. Grund Nummer 4, warum die Uhr so eine gute, moderne Dresswatch ist, ist das Zifferblatt. Wie wir es von Grand Seiko kennen, haben wir hier natürlich ein besonderes Zifferblatt. Da die Uhr ebenfalls eine White Birch ist, haben wir auch hier wieder eine weiße Birkenstruktur. Dem einen oder anderen ist schon aufgefallen, dass die Struktur hier horizontal ist und bei den anderen Birches immer vertikal war. Das liegt daran, dass die bisherigen Birken aus der Evo 9 Kollektion den ganzen Wald dargestellt haben. Diese stellt in der Nahaufnahme allerdings nur die Rinde eines Baums dar. Von der Dreidimensionalität der Struktur ist das Zifferblatt zwischen der klassischen Highbeat White Birch und der Springdrive White Birch einzuordnen. Dadurch und durch die cleane weiße Farbe ist das Zifferblatt relativ dezent, wie es ja eigentlich zu einer Dresswatch gehört. Klassische Dresswatches mit reduzierten Zifferblättern sind für viele aber auch etwas langweilig und da hilft natürlich die Struktur auch, das Zifferblatt spannender zu machen. Viele schauen ja heute bei Dresswatches entweder nach spannenden Komplikationen oder nach spannenden Zifferblättern. Auch sehr spannend sind die neuen Indizes, die wir haben. Die Uhr ist wie die klassischen White Birches ebenfalls aus der Evolution 9 Kollektion und das erkennen wir natürlich an den Indizes wieder. Die hier sind aber deutlich feiner und eleganter. Sie sind flacher und länger und damit besser passend zu einer Dresswatch. Und Grund Nummer 5, warum die Uhr so eine gute, moderne Dresswatch ist, ist das Tragegefühl. Mit dem Titan und einem nochmal tieferen Schwerpunkt, als wir es bei anderen Evolution 9 Modellen gewöhnt sind, ist die Uhr auf dem Handgelenk nach einigen Minuten fast schon nicht mehr merkbar.
Und das passt natürlich sehr gut zu einer Dresswatch, die sich im besten Fall ins Outfit eingliedern soll und nicht störend ist. Die Uhr war die Uhr, die ich hier in Genf auf der Watches and Wonders am längsten am Handgelenk hatte. Ungefähr eine Stunde zum Drehen. Und ich habe mich so verliebt in die Uhr, das Tragegefühl ist wirklich unglaublich gut. Es fühlt sich fast so an, als würde die Uhr übers Handgelenk schweben. Trotzdem versprüht die Uhr beim Tragen ein sehr wertiges Gefühl. Jetzt aber noch drei Punkte, warum die Uhr für deine Sammlung vielleicht nicht die passende Dresswatch ist. Grund Nummer 1, sie ist dir nicht radikal genug. Das heißt, sie ist dir nicht zu dressig genug, denn die Uhr hat ja trotzdem noch relativ sportliche Anleihen. Vielleicht suchst du im Kontrast zu deinen Toolwatches, die du hast, oder auch einfach so, eine Uhr, die noch dezenter, noch eleganter ist, vielleicht noch kleiner und mit einem noch weniger auffälligen Zifferblatt. Grund Nummer 2 ist eine Eigenheit, die Grand Seiko Lederarmbänder mit Faltschließe immer mit sich bringen, und zwar, dass die Lasche des Lederarmbands nach innen absteht. Das kann man mit der zweiten Schlaufe am Lederarmband zwar regulieren und es ist, um irgendwo hängen zu bleiben, immer noch besser, als wenn die Lasche nach außen gehen würde. Aber wir haben bei vielen anderen Uhren mit Lederarmbändern natürlich gesehen, dass es auch eine Lösung gibt, das überschüssige Band einfach nach innen zu klappen. Dann hat man das optische Störende hier nicht. Grund Nummer 3 ist die Wasserdichtigkeit von 3 Bar. Wir haben hier eine Dresswatch, also sollte eine hohe Wasserdichtigkeit nicht erwartet werden. Und normalerweise geht man mit Dresswatches oder generell mit Uhren mit Lederarmband ja nicht unbedingt schwimmen. Wer hier also einfach nur eine kleinere White Birch-Alternative für seinen sportlichen Alltag sucht, für den ist die Uhr tatsächlich nichts. Und ein Bonusgrund, warum die Uhr vielleicht nichts für dich ist oder zumindest jetzt nichts für dich ist: der offizielle Release der Uhr ist erst im August 2024. Interessierst du dich allerdings für die Uhr, kannst du dich über den ersten Link in der Videobeschreibung schon mal vormerken für die Uhr und wir melden uns bei dir, sobald die Uhr rauskommt und verfügbar ist. Bis dahin kannst du dir mit diesem Video zu einer weiteren Neuheit von der Watches and Wonders 2024 natürlich die Zeit versüßen, und zwar der gehypten Black Bay 58 GMT. Wir sehen uns da. Ciao.